Moin Moin, ich stehe hier in einem Innenhof von einem Tante-Emma-Laden. Hier ist sowas wie eine Stallanlage, was ich jetzt auch nicht ganz verstehe. Aber es ist ja okay. Erstmal soweit. Hier ging es dann also rein in so eine Art Schmiedeboden oder was. Treppe hoch, mache ich gleich. Hier steht ein Rollstuhl. Das Objekt ist ein bisschen größer, als ich dachte. Oh, was sind das eigentlich für eine Maschine? Das habe ich zwar schon mal gesehen, aber ich weiß echt nicht mehr, was das ist. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, ja, aber wenn ich hier in dieser Kurbel drehe, dann dreht sich innen drin irgendwie was. Und ich habe die Vermutung, da hier Stroh ist und so, dass es irgendwie so eine Dreschmaschine ist. Also heutzutage wird es ja alles auf dem Feld gemacht direkt, deswegen heißen die Fahrzeuge auch Mähdrescher. Das sind diese Dinger, bei denen man immer Angst bekommt, wenn man denen auf der Straße begegnet. Dann ist das hier also auch eine Mühle wahrscheinlich. Das ist ja geil. Da haben die damals wahrscheinlich ihr Mehl selber gemacht. Komplett. Hier sind solche Landmaschinen, Geräte und Fahrzeuge, also ja, da bin ich ja Hänger. Und hier befinde ich mich also im Stall. Aber welche Viecher hier gehalten wurden, kein Plan. Aber sicher waren sie etwas glücklicher als manche Tiere, die heute so gehalten werden. Ich kann ja mal durchgehen. Aber eigentlich hatten die damals wahrscheinlich auch schon so wenig Bewegungsfreiheit, wenn ich mir das hier so angucke. Hier, dieses Tor hier ist mir erst gar nicht aufgefallen. Aus dieser Tür kam ich, glaube ich. Ja. Upala, sind wir gestolpert. Oh, Deckenhöhe beachten. Das geht schon wieder gut los. Also Schweinestall. Hier bin ich richtig. Tür zumachen. Ja, riecht es auch ein bisschen. Die Quelle des Geruchs habe ich gefunden. Schnell weg hier. So wie versprochen gehe ich jetzt hier diese Treppe mal hoch. Ach du Scheiße. Aber ich gehe nicht bis hoch. Denn hier steht nicht mehr viel, oder doch? Was ist das? Jetzt muss ich doch da hochgehen. Ja, also keine Ahnung. Fällt mir nichts dazu ein. Aber hier geht es nochmal eine Treppe hoch. Ne, leider. Die Treppe wäre mir lieber. Aber die haben das hier irgendwie einfach nur so mit, nur mit Bäumen gemacht. Den traue ich nicht so. Ich kann ja mal reinzoomen, aber ich denke mal, dass da auch wieder nichts ist. So, rein in das nächste Gebäude. Ja, was das hier war, puh. Ja, hier liegt dann noch mehr Gerümpel rum. Oh, eine schöne Baumsäge. Also so sieht so eine Baumsäge aus. Und damit habe ich auch schon gesägt, also nicht mit der, mit so einer. Die habe ich ja schon selber nachgeschärft. Macht eigentlich Fehls, man braucht aber zwei Mann und das Schlimme ist, man muss immer abwechselnd ziehen. Wenn man das nicht hinbekommt, dann funktioniert das einfach nicht. So, hier ist dann also so eine extra Kammer. Mal reinschauen. Hier wackelt alles. Hier. War das hier ein Strohlager oder ein Vogel? Irgendwie so ein Vogelding. Stall hätte ich beinahe gesagt, aber das ist nicht das richtige Wort. So, noch mehr davon. So. Taubenschlag, genau. Quietscht irgendwas. Das heißt, das Holz arbeitet. Ah, ich gehe weg. Ja, zu Taubenschlag, ne?
Hier dann also wieder eine Abstellkammer. Noch mehr Gerümpel. Und es würde hinten sicherlich weitergehen. Mit Loch im Boden. Das darf natürlich nicht fehlen. Besonders hier. Und glitzert auf dem Hof. So, nun geht's hier rein. Ich kann jetzt auch unten durchklettern. Oh, ich kann aber auch die Tür aufmachen. Hier die Küche. Und ich sehe gerade, der hier ist ein Deckel drauf. Aber der ist irgendwie nachträglich geschlossen worden. Warum, weiß ich jetzt nicht. Ansonsten sieht es hier noch sehr interessant aus, schön eingerichtet und vollständig. Hier, dieser Sirup ist abgelaufen 2009. Das ist schon 10 Jahre her jetzt. Also muss die Bude auch schon so 12 Jahre leer stehen vielleicht. Nur da. So, nun geht's mit Hilfe der Handylampe hier mal ins Wohnzimmer. Sieht das schön aus noch. Ich frage mich, ob sich hier jemand anders noch bequem gemacht hat, weil da hier Bier steht. Vielleicht mal schauen. Hier sind noch ein paar Fotos und das Bier, also da ist so ein Etikett drauf, wo man diese Markierung so anbiegen muss. Und die geht nur bis 2013, also. Ja, hier riecht es auch noch nach diesen Waschmitteln, was die alten Leute immer verwendet haben. Hier, ich sehe es ja, klar. Seife in den Handtüchern, damit sie gut riechen. Das sind diese ganz alten Haushaltstipps. So, hier noch ein bisschen rumgucken. Ja, wie immer, beschissen. Alles noch eingerichtet hier. Aber das hier sieht eher nach aus, als hätte jemand Wertsachen gesucht. Aber die alten Leute haben ja das Geld immer im Schlafzimmer, im Klamottenschrank. Da gehe ich jetzt mal hin. Hier hat aber schon lange keiner mehr die Post entgegengenommen. Was ist denn da los? Entschuldigung, ich habe das Schlafzimmer leider noch nicht gefunden. Hier müsste irgendwie also eine Art entweder Büro, Lesezimmer oder Gästezimmer sein. Der Teppich fühlt sich komisch an. Der ist schon bocksteif. Ja, Lesezimmer, genau, deswegen hat man auch eine 6-fach-Lampe. Sonst ist ja viel zu dunkel. Was ich hier ganz witzig ist, upsi, also da geht's schon los. Hier unten ist nämlich der Teppich. Da fehlt eine Stange vom Teppich, da wäre ich jetzt beinahe hingeflogen. Und hier ist der Teppich festgeklemmt. Ja, also. Naja. Also hier komme ich nicht rein. Man sieht, es ist so vollgemüllt. Das hat keinen Sinn. So, hier liegen dann noch irgendwelche Sammelkarten. Was ich aber nicht ganz nachvollziehen kann, weil das sind ganz, ganz verschiedene Marken. Hier in dieser Box waren die drin. Von was die sind, puh. Auf jeden Fall sind die schon uralt. So, jetzt im Schlafzimmer angekommen, endlich. Zuerst ist mir aufgefallen, diese hübsch hässliche Lampe. Also, möchte man ja doch nur im Dunkeln bumsen. So, Klamottenschrank ist noch nicht durchwühlt. Alles noch top in Ordnung. Ja, dafür ist hier die Ringschachtel leer. Das Portemonnaie, die Schmuckschatulle. Das ist schon alles gebraucht worden. Hier, die haben sie sogar kaputt gemacht. Vielleicht hat auch einfach nur jemand Hunger gehabt und hat reingebissen. Ja. Alles leer.
So. Oh nein, es geht ja noch höher. Und noch mehr Räume. Links und rechts. Gehen wir mal hier rein. Mal sehen. Upsi. Ja, der ist leer. Kann ich jetzt vielleicht nicht so gut zeigen. Müsst ihr mir einfach glauben. Hier dasselbe Bild. Okay. Alles leer. Oh. Hier liegt noch etwas belgisches Geld. Ja, also diese Münzen wurden so in den 60er, 70ern geprägt. Wurde das noch bis zur Eurowende verwendet, dieses Geld? Oder hatten die auch mal irgendwie neuere Münzen? Das war wie zum Beispiel bei der D-Mark. Das 5-Mark-Stück hatte damals einen Silberanteil. Und dann später wurden die alle so eingesammelt, weil eben der Silberpreis gestiegen ist und das Geld dann quasi, also der Metallwert vom Geld höher war als der eigentliche Wert vom Geld. Ja, hier sieht es dann schon etwas mehr nach Randale aus. Ich weiß auch nicht, warum hier so viele Ehebetten sind. Haben da hier mehrere Generationen in einem Haus gewohnt, auf einer Etage geschlafen. Und ja, ich weiß nicht, das ist nicht mehr modern eigentlich, also ich möchte das nicht. Ja, diese Jacke mit dem Kunstleder, das erinnert mich ein bisschen so an die 90er. Total hässlich. Die waren damals schon hässlich und jetzt würde ich das auch erst recht nie tragen. Ich weiß nur, beim Bekannten wurde da mal ein Aufkleber drauf gemacht, auf irgendeiner Veranstaltung. Den kriegst du nicht wieder runter, ohne zumindest das Leder in den Arsch zu machen. Aber Leder würde ich das gar nicht nennen. Und das Lampenschirmchen, das ist ja niedlich. Hier der Dachboden. Wie immer der Wärmepuffer. Hier sind die Ziegel schön zur Hinterlüftung, damit nichts schimmelt. Und hier oben ist es sauwarm. Unten dafür nicht. Gruß an alle, die in der Dachbodenwohnung wohnen dürfen. Die haben das nicht mehr. Na gut, erstmal in den Keller. Sehen, was hier hingeht. Ja, Spinnweben ohne Ende. Hoffentlich renne ich da nicht noch rein. Oh, hier noch etwas, ein paar Glaskonserven. Sieht aus wie selber eingekocht. Das noch gut ist. Meistens versagen ja dann irgendwann die Gummis. Ja, da renne ich jetzt nicht durch. So, hier noch ein paar Reifen. Ja klar. Hier kühl gelagert und so, halten sie länger. Denn wie jeder weiß, mögen ja die Reifen Sonneneinstrahlung und sowas gar nicht. So, nun zum Highlight des Objektes. Nein, dieser Tante Emma Laden. Puh, da riecht es aber sehr stark nach Seife und sowas. Was ich sehr cool finde, ist da hier alles so lose. Auch ein paar neue Sachen dabei. Na gut, so neu auch nicht mehr. Ist da ein Preisschild drauf irgendwo? Ich sehe nämlich keins. Also da sehe ich eins, das kostet 25 und was ist das? Eine Bürste. Aber es sind natürlich keine Europreise, logisch. Hier diese Set-Gabeln. Kommt mir auch ein bisschen bekannt vor. Ja, die besten Sachen wurden sicherlich schon rausgeklaut. Oh, Aluschalen. Ah, ich vermute mal, in der Küche diese Platte. Wenn man sich noch erinnert, da gab es ein Oberlicht und das ist jetzt kaputt. Weil das sieht aus, als wäre das hier nur so eine Kunststoffplatte oder was. So. Und was haben wir denn da? Suff.
Und hier die klassische Kinderlektüre. Dann geht's hier weiter. Insektizide und Softline. Das ist doch hier Hautcreme oder Vaseline. Meine Güte. Das ist schon Handlampen. Für D-Zellen wahrscheinlich. Oh, da ist sogar noch ein. Die ist sogar schwer. Da ist bestimmt noch so eine Zelle drin. Ah, das ist so eine Gaskartusche. Ob die noch geht? Naja, das geht nicht. Kinderspielzeug. Und wie geht das jetzt weg? Ah. Geil. So, was ist das da hier? Ist das hier? Nee. Ich hätte jetzt fast gesagt, das ist hier so die Scheuermilch. Aber. Ofenreiniger. Dann hier so Fettlöser. Vermutlich. Und Brandalkohol. Okay. Kann man nicht saufen. Einen Kinderanschluss hatten die damals auch schon. Haarshampoo. Noch mehr Reinigungsmittel. Industriereiniger hier unten. Was ist das hier? Seife. Ja. Weichspüler. Das mit dem Bär. Ah, hier kommt der Geruch her. Schöne Seife. Und obwohl die wahrscheinlich so alt ist schon, riecht die immer noch. Arche. Milde Bleiche ohne Chlor. Glaubt doch kein Mensch. Zum Glück ist sie, die schaut auf sie. Unten, dann befinden sie direkt in der Hauptstraße. Bier. Mal sehen, wann das abgelaufen ist. Ihr Bier. Das ist hier übrigens das Standardbier. Finde ich, schmeckt aber gut. Ganz eigenartig ist hier dieses Hörgarten. Das ist 99 abgelaufen. Palm 2009. Und diese Dosenjubilee 2012. Ja, hier ist also dieser Eingang. Und es ist geschlossen, logischerweise. Ja, so eine Rechenmaschine hatte ich auch mal. Auch nur so aus Geige. Ist natürlich praktisch, kann man nämlich die Steuer bescheißen. So, Kalibriergewicht. Die Waage bewegt sich tatsächlich noch. So ist diese Cola. Oh, da ist noch was drin, die kann ich nicht rumdrehen. Leider. Quick-Batterien. Ja, zum Beispiel eine Bierdeckelsammlung. Davon habe ich auch noch eine Kiste zu Hause. Feuerzeughalter. Die fehlen allerdings. Lutscht gerade da vorbei. Gut. Ach, hier sind auch schon Europreise. Hier nochmal ein Gruß an Thomas. Der hat auf dieser Tour eine mitgenommen. Ich allerdings auch, in meinem Latschen zum Glück. Nicht im Barfuß. Gut. Hier ist dann nichts mehr drin in diesen Schränken. Hat man ja von vorne aus gesehen. Ach, hier sind. Das ist also ein Kühlschrank. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.
Halt, nur nicht abschalten. Ich habe den Lagerraum vergessen. Also hier sind dann nur ein paar Möbel abgedeckt. Und noch ein paar Bierkästen. Und Spiele. Ah, hier ist ein Kalender von 2012. Also habe ich mich etwas geirrt. Das muss dann wohl also der Tag sein, wo diese Bude hier so das letzte Mal einen Bewohner gesehen hat.